Es ist niemand in der Filiale und der Stuhl wackelt immer noch. Na, Hauptsache, der hat was zu tun und damit allerseits. Und willkommen zurück bei Pizza Connection 3. Was interessant ist, das Speichern hat jetzt funktioniert. Er zeigt nicht extra hier Zeitmerken. Er... Jetzt macht das wieder nicht. Hä? Vorführeffekt. Das habe ich in der Pause gespeichert und das ging auf dieser 1.3. Aber jetzt, wenn ich jetzt nochmal speichern will, geht das nicht. Kann man bloß alle 5 Minuten selbst einen Spielstand überspeichern? Ihr seht es ja gerade. Da kann ich draufklicken, wie ich will. Die Zeit, da ändert sich nicht, die angegebene. Wenn ich so drauf gehe, auch nicht. Komisch. Zumal ich auch interessant finde. Ach, das ist Autosave, aber warum? Ach, zu folgendem Beginn drauf geklickt. Ja, aber jetzt geht's zum Beispiel nicht. Das hat er dann vorhin zwischendurch doch mal gemacht. Ich werde es einfach mal weiter beobachten. Also beim Truck nehme ich an, so ist es ja auch irgendwie verständlich, dass der einfach nur 9 Stunden am Tag geöffnet sein kann. Und dann ist das Ding halt zu. Aber man kann es mit dem ins Hauptmenü und dann wieder, oder generell, einfach neu laden, austricksen. Ich finde es aber insofern auch, dass es einfach Gedanken bietet oder Gedanken ermöglicht. Ja, warum kannst du das Ding nicht einfach die ganze Zeit offen halten? Du musst, klar, derjenige, der das Ding fährt oder einfach dann auch die Pizzen ausgibt und so weiter und so fort, der sich einfach darum kümmert, der wird halt bloß maximal 9 Stunden am Tag Zeit haben. Einen weiteren einstellen, Aber da das Ding gar kein... Ich finde es irritierend, dass man nicht auf die Sauberkeit zum Beispiel achten muss oder auf Schließzeiten. Die Filiale oben ist jetzt auch 24 Stunden am Tag offen. Einfach, weil ich da eine ganz andere Erfahrung habe mit Pizza Connection 2. Deswegen beißt sich der Gedanke, aber der Pizzawagen wird bloß 9 Stunden am Tag auf sein können. Ist ja auch schon logisch, aber irgendwie beißt sich's, mein Gedanken. Das Ding kann man ja rund um die Uhr offen haben, rein theoretisch, weil, ja, der Dreck, der liegt auf der Straße, wenn die ihre Pizzas futtern und dann rumkrümeln, dann müssen wir uns nicht drum kümmern. Ist gerade nichts los, ist schade. 4000 haben wir plus, Einflusskreis ist da immer noch an der Ecke. Wird sich im Laufe des Tages, glaube ich, auch nicht verändern. Sie bestätigt das. Die Wartezeit bewertet, die war super. Einrichtungsbewertung, was ist die Arbeiter? Teenager, so, so sieht's auch aus. Die Pizza-Bewertung könnte besser sein. Wir könnten vielleicht nochmal an der Preisschraube drehen. Wenn ich da nochmal hier reingehe. Dann. Ja. Wo war denn das nochmal? Da kann ich neu kreieren, genau. Ich könnte nochmal eine ganze Tomate draufklatschen, aber wenn ich jetzt, was ich jetzt mal ausprobieren will, die vor mir aussuche, also Tomate muss immer drauf. Sonst wäre es ja auch keine Pizza. Aber das konnte man bei Pizza Connection 2 noch weglassen. Laden. Gewinnspanne mal für alle ändern auf 110. Genau, wenn ich jetzt hier auf diese gehe. Ja, mir ist auch aufgefallen, ich habe dann doch wieder das A dran gehangen. Habe ich mir dann später auch gesagt, hä? Was ist denn da los? Ah, die ist noch bei 70. Okay, dann merke ich, gehe ich jetzt mal alle durch und schraub da. Oh. Sind so langsam. Moment, müssen wir die vielleicht noch speichern? Ja, überschreiben. Ist die auch direkt drauf oder müssen wir die erst wieder draufsetzen? Die hatte ich doch und
Nee. Ich mache jetzt einfach alle, ich gehe jetzt alle nochmal durch. Also Teenager müsste jetzt so sein, wie wir es gerade eingestellt haben. 110. Genau. Die hier. Hm. Speichern. Genau. Ah. Ich könnte ja gleich mit den Namen anpassen. Jetzt haben wir dann zwei davon. Genau, die löschen wir dann mal. Dann die hat noch ein A dran, die können wir nicht gehabt haben. Speichern. Mhm. Gibt's noch nicht, deswegen hat uns jetzt auch nicht gefragt wegen Überspeichern. Pizzaturi. Genau, die fliegt raus. Die Teenager, die Arp. Speichern. Das A weg. Genau. Das A kann weg. Die laden. Da drehen. Kann man doch bestimmt auch irgendwie allgemein für alle festlegen, oder? Aber ich mache es jetzt erstmal so, weil ich auch das A wegbekommen möchte. Genau. Löschen. Jetzt haben wir überall eine ohne A. Laden 110, genau. Dann die 96er. Ja, es passt. Tori. Ja. Arp. 110. Genau, also wir haben ja zwei Teenager-Pizzen. Hier wollte ich eigentlich was anderes machen. Das wäre dann eigentlich, das war die 1 und das ist eigentlich die 2, ne? Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Hier gibt es das Fragezeichen, was viel erklärt. Die Form. Lösche alle Zutaten. Hm. Oder Änderungen rückgängig machen. Habe ich auch schon rausgefunden. Die Rotation. Hm. Man kann ja zufällig oder immer gleichbleibend platzieren. Zutatenschieber, die Größe kann man aber auch da machen, wo ich gerade mit der Maus bin. Bei dem genau Zerhackstückler, zerkleiner, um ihre Größe direkt zu ändern. Links und rechte Maustaste, genau. Da können wir zwischen den Zutaten wechseln. Arten, wähle eine Zutat aus der Liste, platziere sie auf deiner Pizza. Mit der linken Maustaste auf den Teig klicken, genau. Zielgruppe, andere Vorlieben. Wie Gewicht, bla bla, blubbidi blub. Zutatenverteilung. Aha. Zielgruppe, für eine Pizza kreieren möchtest und achte auf die Live-Kommentare, um ein gutes Rezept zu erschaffen. Wenn du auf die Schnelle ein Pizzarezept brauchst, rufe den Chefkoch um Hilfe. Die Gewinnmarge für deine Pizza, vergiss nicht deine Pizza danach zu speichern. Aha. Ja, habe ich gerade auch selbst rausgefunden. Na, Hilfe, meine Maus. Die soll nicht zerhackstückelt werden. Backstube verlassen, genau. Wie spät haben wir es eigentlich gerade? 17 Uhr. Oh. Was ist mit dir los? Ach hier, rote Ampel. Wirklich? Für die Fußgänger? Da, rot. Wartet auch gerade. Gucken, ob es gleich losläuft, wenn es grün ist. Ah, okay. Gar nicht mal so blöd. Gab's bei Pizza Connection 2 nicht. Also unsere Filiale gefällt mir schon. 4100 Geld. Polizeiwagen? Was ist das hier für eine kleine Murmel? Ein Taxi. Sah von oben viel runter aus. Verschwindet im Nebel. Warum hat man eigentlich hier so ein Parallelogramm als Sichtfeld auf der Karte markiert? Ich habe doch nicht so einen komischen Bildschirm. Ist auch etwas ungenau. Laut Parallelogramm habe ich jetzt noch unten die Straße drin, aber ich sehe sie nicht. Die sehe ich erst jetzt wieder. Hm. Das sind die anderen, die leeren Filialen. Fein, die Pacht ist so wenig. 231 Euro. Für einen Tag.
Na gut, für einen Tag. Was ist, wenn das auf einen Monat hinausgerechnet? Rechnen wir mal mit 230, wobei der 1 Euro. Auf 30 Tage gerechnet. Oh, der Schatten bewegt sich sogar je nach Tageszeitfortschritt. Ist ja cool. Also erstmal mal 3, dann haben wir hier eine 6, hier eine 9 und hier eine 3. 6, 9, 3 und jetzt noch eine 0 dran. Ah, 6.000, das ist dann schon wieder der Standard. 6.000 Euro im Monat pro Quartal. Pro Quartal ist Quatsch. Ein Quartal hat ja 3 Monate. Pizza Connection 2. Und hier gibt es einfach nur Tage und ein Tag kostet 231. Aber ein Tag ist hier kein Quartal. Na, wobei mit den 60 Pizzen, was wir hier gesehen haben. Wo war das? Bei der Menükarte? Dass er gleich immer 60 Pizzen bestellt. Da war ja was, ne? Wenn wir hier auf so einen Besucher gehen. Bots? Was? Bots? Was ist das eigentlich? Aha. So heißt unser Unternehmen aber gar nicht. Wieso heißt der Besitzer so? Habe ich das nicht geändert? Nicht bestätigt? Einmal schon da gewesen. Ne, eine Filiale heißt das. Ein Lager, kein Lager, keine Werbe-Litfaßsäule und kein Ganoven, Heinz. Was ist das denn für ein Symbol? Aha. Was ist das für ein Schlitten? Wäsche noch im Trocknen oder wie? Ich verstehe das nicht. Geht auf jeden Fall nicht rein, weil es keinen Daumen nach oben hat. Könnten ja auch mal vorspulen. Wie spät haben wir es? Na, noch nicht so weit. Oh, was hier los ist. So. Ist auch ein interessantes Haus, so ein Turmhotel. Eieiei. Hier ist was los. Wir können ja mal vorspulen. Hauptsache, wir verlieren kein Geld. 4,9. Nium. Plupp. Ach, kommt das immer auf, wenn man den... So viel Geld verloren. Naja, Gehalt wurde bezahlt, ne? Die Statistik für einen Tag. Status perfekt. Aha. Erhalten Zutaten. 18%. Erfolgsquote 3%. Kritisch. Verlieren die Zutaten unterwegs? Naja, wir haben das Lager fast voll, deswegen kommt nicht so viel an, ne? Wird halt viel rausgeschmissen. Besucher, alles perfekt. Bestellung aufgegeben, 27 von 27 Platz gefunden. Auch hier war es Pizza erhalten, auch. Also an diesem Tag ging da nichts schief. Okay, eine Menge Geld ausgegeben, so bekommen wir die, die 15.000 ja nie zusammen. Und der Wagen ist wieder offen. Okay, aber man kann es eben sich wegschummeln, diese Schließung, indem man einfach nochmal neu lädt. Zumindest ist das jetzt noch möglich. Okay, jetzt dann... Die Filiale ist ja rundum offen. Neuer Tag, gleicher Einflusskreis. Wow, so ein Lärm. Dieses Klopfen ist so laut. Wollte schon sagen, ist das hier Schriftuntersatz, damit man das besser lesen kann? Dieses... Was hier gerade war, was ihr gesehen habt, bestimmt auch gesehen habt. Was soll denn das Symbol bedeuten? Ja. Seine Position, ne? Genau. Da kann man dann dahin springen. War wohl nicht so zufrieden. Jetzt geh hin, du bist hungrig, also geh doch. Mhm. Aha. Die schon wieder. Können mal wieder vorspulen. Gut, wir brauchen jetzt... Was haben wir jetzt für Ausgaben gehabt? 5. Ich guck mal hier nach. Kreditzinsen. Kredit gibt's? Was hatten wir gerade? Was ist das? Die eine Filiale. Das ist ja unser kleines Wägelchen. Genau. Also gestern verkaufte Pizzen, viel Umsatz gemacht, heute natürlich noch nicht viel. Profit hat's gemacht, ja.
zahlen wir keine Miete für. Gucken, wie es an diesem Tag ist. 30 Tage Schnitt. Ach, und hier kann man Kredit erhalten. Die Bank bietet einen Kredit an, der dazu genutzt werden kann, aus den Schulden zu kommen. Da macht man sich gleich neue. Oder eine Finanzspritze für den nächsten Schritt des Unternehmens zu erhalten. Letzteres schon eher. Klar, so kann man auch erstmal aus den Schulden rauskommen mit dem Kredit, aber man macht sich ja gleich wieder neue Schulden. Sofern man nichts am Unternehmen ändert. Kredit erhöhen, tägliche Rückzahlung kann man einstellen, wenn man den einen hat. Man kann auch zurück einstellen, wie viel man gerade zurückzahlen will. Vielleicht auf einen Schlag, weil man das Geld gerade hat. 8% Zinsen, tägliche Rückzahlung. Na gut, das ist das hier. Kreditlaufzeit, nee, ist was anderes. Aktueller Kredit gar keiner. Na, werden wir uns jetzt auch nicht holen. Gibt keinen Grund, sich so früh zu verschulden. Sonst will ich aber nochmal gucken, die Filiale. Macht minimal plus. Also gestern 5000 plus. Plus nicht, Profit. Hier ist er dann letztendlich. Unser Gewinn. Minimaler Gewinn. Miete 0. Warum denn 0? Vorgestern aber da. Angestellte kosten 1600, Zutaten 3400. Wir sollten vielleicht mal über ein Lager nachdenken. Ist hier gerade jemand drin? Ja. Hat bezahlt. So, was sagst du denn zu dem Preis? Sieht aber gut aus. Könnten wir vielleicht noch mehr. Oh, die kommen auch, die drei. Super. Aber dann kümmere ich mich jetzt mal um ein Lager. Das ist halt bloß die Frage, welches, ne? Hier wäre eine schnelle Anbindung zur U-Bahn. Das haben wir ja schon gesehen, dass da am Park... Da ist ein Lagerhaus. Womöglich wird es das am Park werden, wenn es hier kein besseres gibt. Kostet auch wieder 750. Nein. Filialen will ich jetzt mal nicht angezeigt bekommen. Da ist auch keine U-Bahn direkt in der Nähe. Da ist ein Lager. Das ist so praktisch. Bei Pizza Connection 2 habe ich mir vor allen Dingen auch in den letzten Städten mehrmals gesagt, es wäre so schön, wenn man einfach mal gucken könnte, was denn hinterm Haus ist. Zum Beispiel in Rio. Wenn ich da an Rimini denke. Wäre auch jetzt nicht so weit, aber da ist... Na, wobei, könnte doch kürzer sein als dieser Weg hier. Moment, das sieht jetzt ganz anders aus. Wo war hier die U-Bahn? Ach ja, hier, genau da. Na, der Weg ist länger. Dann wäre Stand jetzt diese Filiale, dieses Lager hier wohl am günstigsten. Hier direkt, dann ist das gerade das günstigste Lager, aber kostet es auch 750. Das sind dann also Einheitspreise. Da wäre es ziemlich weit weg bis zur U-Bahn. Hier sehe ich jetzt direkt gar keine U-Bahn. Ist auf jeden Fall weiter weg als dieses eine Lager da. Da dieser Weg mit so vielen Zebrastreifen. Bei der Schule ist gerade viel los, aber die haben wir gesehen beim letzten Mal, wie die wieder funkelt. Apropos, ans Funkeln habe ich gerade gedacht. Ich will mal speichern, mal gucken, ob das wieder geht. 1955. Hat er wieder nicht gemacht. Das verstehe ich noch nicht. Ich kann es überschreiben. Ich kann nicht hier drauf klicken. Komisch. Aber manchmal geht's, dass ich überschreiben kann, manchmal nicht. Weiß noch nicht, woran es liegt. Gut, dann werde ich mir aber das eine Lager... Was ist das? Achso. Die Lager. Stimmt. Ja, die anderen Winkel, das macht es teilweise etwas schwierig, das wiederzuerkennen. Da musst du aufpassen. Da brauchst du wirklich ein ganz gutes Gefühl, eine ganz gute Kenntnis für die Stadt. Gut, dann gönnen wir uns aber das hier. Miete ein Warenhaus, um die Qualität deiner gelieferten Zutaten zu verbessern und Lieferkosten zu verkürzen. Kennen wir aber noch nicht, oder? Ich sehe noch kein Symbol dafür. Moment, Forschung. Lagerhäuser müssen wir erst erforschen. Auch Stufe 1, okay.
braucht's 5.000 dafür. Tag hat erst begonnen, 7 Uhr und wir haben schon fast die 5.000, die wir vorhin fast verloren haben. Gut, dann ist das Ziel für die nächste Folge einfach ein Lagerhaus zu bekommen. Aber vorher müssen wir Lagerhäuser erforschen, das finde ich irgendwie etwas seltsam. Naja, aber neues Spiel und etwas andere Spielmechaniken. Die gilt es erstmal kennenzulernen, zu verstehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.